Schlauch dran. Die Rolle steht auf der anderen Seite. Du, weißt du, was in der Stadt los war? Warum das gesperrt war? Die machen da den Friesland-Krimi. Sind die heute schon wieder am Drehen? Jetzt ist schon genug Luft drin, ne? Ich muss alle rein. Da sind ja auch die Geschäfte alle gesperrt, ne? Ja, das ist ja ein Scheiß. Hast du da 50 Cent reingeschmissen, oder? Hier fehlt. Hä? Hier fehlt. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Hier fehlt Luft. Ach so. Erhöhst du eben? Müsste auf 2,2, müsste jetzt auf 2,4. Wo muss ich das denn? 2,4? Hä? Was muss ich dann machen? Da ist jetzt 2. Wo ist denn Plus? Ja, ganz rechts, ne? Nee, ganz links. Ah. Warte. Das geht jetzt nicht mehr runter. Meine Güte. Jetzt. Ne? Ja. Wie kannst du mich sowas machen lassen? Da ist eine Taste, auf der steht Plus und da ist eine Taste, auf der steht Minus. Und ich habe dir eine Zahl gesagt, das ist doch nicht so schwer. Doch. Du willst mich mehr Druck drin haben, ich habe Schwiegermutter auf Rücksitz Bank. Das zählt das voll an. Das Gesicht. Hinten muss ein bisschen mehr Druck drauf, weil du ja hinten drin sitzt. Ja. Verarsch mich, Mann. Frau Douglas geht gleich schön zum Akkordeon. Mhm. Ne? Mhm. Hier zeig ich mal, wie die Diskotheken bei uns hier aussehen in Ostfriesland. Da kommen Erinnerungen hoch, ne? Da kommen ganz schlechte Erinnerungen hoch. Wir fahren mal da weiter. Die Disco-Tanzscheune. Boah. Da haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Wen es interessiert. Was ein schlechter Laden. Allein dieser... Das mit dem Holz, das ist da aber auch neu vorne, ne? Mit dem dieser Eingang. Dieser Elch, das ist alles so ein bisschen mysteriös. Aber sowas hat heutzutage keine Zukunft mehr. Haben wir gerade noch gehabt, das Thema. Diskotheken können einfach nur aussterben. Wer geht da noch hin? Ja. Und die Jugend von heute, die saufen vor... Und wenn die Party, wenn wir Party gemacht haben, dann hieß das, ey, die Abrissbirne kommt, dann stand kein Stein auf den anderen. Wenn die heutzutage Party machen, dann ist die Party dann vorbei, wenn das Handy-Akku leer ist. Mhm. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das geschafft habe, hier total falsch. Also unser dritter Versuch, jetzt den neuen Laden zu finden, Thomas Philips. Ja, aber da stand doch Gewerbegebiet und hier rein? Ich weiß es nicht, ich habe mich da noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Letztes Mal sind wir schon komplett verkehrt gefahren, da war es schon zu spät, da haben wir gesagt, nee, komm, jetzt lassen wir es auch. Da habe ich. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Am Emsdeich und im Emspark verwechselt. Da hätte ich reingemusst, so war das auch. Sicher? Ja. So, hier rein, wo auch das Lerana Miniaturland ist. Aber hier ist ja auch nirgendwo ein Schild. Hier ist eine Minigolfanlage. Hä? Das ist aber neu. Ja, das ist hier... Was ist das hier denn? Das ist ein kleines Dorf. Wilfried, siehst du das denn nicht? Das gefällt mir. Krasse. Das ist ein Miniaturland. Das ist Miniatur. Haben die da extra so ein großes Gebäude für gebaut? Da wollten wir doch mal hin. Grau und Jans, aber jetzt bin ich doch schon mal im Gewerbegebiet. Jasses, ist das Ding groß. Ich glaube, dass du wirklich keine Ahnung hast, wo das ist. Ja, aber wir, da, wo wir unser Auto schon zur Reparatur hatten... Da ist doch Audi auch, das ist doch hier. Wo bin ich denn jetzt verkehrt?
Ich weiß, dass ich ein Audi hier schon hergebracht und hier wieder weggeholt habe. Das ist hier nicht, Manuel. Da hast du dich jetzt versehen. Da musst du noch ein ganzes Stück am Deich lang. Hier ist der Minigolfplatz, der gehört dazu. Ich bin doch jetzt, bin ich so durcheinander. Naja, wir suchen erstmal weiter. Gerade noch bei Thomas Philips und nun bei Netto. Was suchen Sie? Scharfe Soße. Wollen wir noch eine Kiste Emsi mitnehmen? Ja. Emsi Sporty? Ja, wenn es sein muss. Ja. Trägst du die? Ja. Nee, ich trage die wohl. Kein Problem. Danke. Ich tue jetzt nur so, weil die Kamera dabei ist. Weil ansonsten würde ich jetzt gerade zusammenbrechen. Wenn ich sie jetzt ausstelle, dann bam. Boah. Wasser haben wir, glaube ich, auch noch 2-3 Flaschen. Reicht noch, ne? Ich hole noch Müssen schnell. Müssen wir von Kombi holen, ist im Angebot. 3,33. Ja, aber da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Nee, jetzt nicht mehr. Ich hole noch Klopapier und Zebra. Und dann haben wir alle. Wieder alles neu hier. Extra reißfest und das ist doch auch extra reißfest. Ach so, das ist Design. Nein, wir bleiben mal bei den ganz normalen. Kriegst du da jetzt von? 16 mal das. 16? Ja. Pass auf, fallen lassen. Ja, loslassen. Hier ist noch der Deckel. Der ist schon. Und das bleibt drin. Das ist für die Arbeit. Das ist für die Arbeit. Das bleibt alles drin. Pflanzen kommen gleich mit raus. Boah, die sind ja schweineschwer, aber. Ist das los? Mhm. Meinen illegalen Fingern, ne? Ja. Da reinlegen? Das war die falsche Antwort, ne? Du hättest eigentlich sagen müssen, nein, das sind die schönsten Finger auf der ganzen Welt. Die sind illegal. Wenn du das zu meinen Füßen sagst. Die sind happy.
Bist du süß? Hä? Bist du süß? Wieso? Ich hab dich gefilmt. Wobei? Wie du mit den Vögeln redest und mit denen sprichst und fleichest. Ja, nur mit der Amsel da, aber wo ist meine Meise auch geblieben? Gerade war er sauer auf mich. Wer war sauer? Ein Herr Meise. Herr Meise? Ja, warum? Er hat eine Nuss da rausgeholt, ist oben auf den Baum geflogen, hat mich angeguckt und hat die runtergeworfen. Ist er wieder reingeflogen und hat sich eine neue geholt. Achso, und die ist jetzt nur, dass das jetzt praktisch fest bleibt. Damit ich weiß, wo die sitzen. Ja. Aber diese Anleitung ist schon wieder göttlich. Wieso? Die Übersetzung lautet, Moment, ins Deutsche. François, Félicitations, Englisch, Congratulations, Netherlands, gefeliciteerd, Deutsch, gratuliert. Gratuliert, Sie haben gerade ein ganz neues Produkt gekauft, eine Seerose, die Sie direkt und sofort in jeden Teich oder Wasserbehälter einsetzen können. Musst du noch mal nach vorne oder wieso steht die Tür hier schon wieder auf? Nee, ich weiß nicht, ob die Tür schon, ob das Auto schon abgeschlossen hat. Ach so. Ja, dann gib mal den Schlüssel her, ich guck mal. So, dann räume ich mal die Ware weg. Mhm. Machst du die Erde gleich noch da weg? Nö. Mensch, die Erde wegmachen habe ich nichts zu tun. Es könnte alles so harmonisch zwischen uns sein. Wenn du willst. Wenn da nicht diese Unordnung wäre, ne? Tja, dann muss es halt unharmonisch sein, das ist mir auch egal. Meist ist da vorne wieder in die Bäume zurückgeflogen. Dann sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ich räume das dann hier auf. Du kannst dir ein paar Steine holen vom Teich. Steine? Ich muss erstmal die ganze Ware wegräumen, Manuel. Steine kannst du holen vom Teich. Nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich räume jetzt erstmal die Ware weg, dann muss ich die ganze Wäsche noch abnehmen. Betten machen, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Der Backofen! So, gucken, was die Waschmaschine macht. Die braucht noch 42 Minuten. In der Zeit kann ich essen. Das habe ich mir schon mal fertig gemacht. Und da ich ja auf Diät bin, gibt es nur Knäckebrot. Drei Knäckebrot, ein hart gekochtes Ei mit Salz. Und das muss für heute Abend reichen. Und somit verabschiede ich mich für heute. Freue mich schon ganz, ganz doll aufs nächste Mal und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss!